Sie sind Führungskraft und wollen Ihr Unternehmen prozessorientiert aufstellen und führen? Dann habe ich für Sie eine gute und eine schlechte Nachricht. Zunächst die gute Nachricht. Sie können mit einer prozessorientierten Unternehmensführung eine ganz neue Ebene der Leistungserbringung erreichen. Und es gibt tausende von Unternehmen, die vollständig prozessorientiert aufgestellt sind und prozessorientiert denken. Die schlechte Nachricht: Ob das in Ihrem Unternehmen gelingt, liegt ausschließlich an Ihnen. Warum das so ist und warum die prozessorientierte Unternehmensführung bei Ihnen, dem Chef, beginnt, das erklären wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit Optimierung von Unternehmen. Der Umbau eines Unternehmens von der funktionalen zur prozessorientierten Ausrichtung ist vermutlich eine der einschneidendsten Transformationen, die ein Unternehmen wirklich machen kann. Aber ohne eine prozessorientierte Unternehmensführung sind Sie nicht bereit für die dramatischen Verbesserungen, die Prozessmanagement wirklich mit sich bringt. Das wäre also etwas so, wie wenn Sie in die Karosserie von so einem Formel-1-Rennwagen einen Mofa-Motor einbauen. Prozessmanagement ohne eine prozessorientierte Unternehmensführung funktioniert nicht wirklich gut. Und in diese große Transformation beginnt eben bei Ihnen, der Unternehmensleitung, also fängt wirklich beim Chef an. Solange Sie aussprechen oder auch nur denken, das Marketing bringt zu wenig Kundenanfragen, sind Sie noch in der alten funktionalen Denke verhaftet. Und wenn Sie Ihre nächste Bereichsebene stattdessen fragen, der Marketingprozess soll pro Monat 100 Kundenanfragen erzeugen, aber derzeit leistet ihr nur 70, was können wir verbessern, damit wir die 100 Anfragen bei gleichem Ressourceneinsatz, also Geld für Werbung zum Beispiel und Mitarbeiterstunden schaffen, dann sind Sie auf dem richtigen Weg zur prozessorientierten Unternehmensführung. Also, nicht die Marketingabteilung macht irgendetwas, sondern der Prozess Marktbearbeiten erzeugt die 100 Anfragen. Nicht die Vertriebsabteilung besucht Kunden, sondern der Prozess Aufträge akquirieren erzeugt ein Auftragsvolumen zum Beispiel von 100.000 Euro im Monat. Und nicht die Jungs von der Montage schrauben da draußen, sondern der Prozess Auftrag abwickeln schließt die Aufträge termingerecht ohne Nacharbeiten und ohne Reklamationen der Kunden ab. Nicht die Buchhaltung sortiert Belege, sondern der Prozess Rechnungswesen und Finanzen managen sorgt für ausgeglichene Debitoren- und Kreditorenkonten sowie für eine ausreichende Liquidität. Merken Sie den Unterschied? Dieses prozessorientierte Denken geht weg von den Personen und von irgendwelchen Abteilungen hin wirklich zu den Abläufen. Und damit Sie diesen Wechsel von der Abteilungsdenke zu einem prozessorientierten Unternehmensführung wirklich hinbekommen, braucht es vier Verhaltensweisen, die Sie konsequent umsetzen müssen. Erstens, Sie müssen alle Ihre Fragen zu einem Prozess stellen und nicht nur zu einer Person oder einer Abteilung. Also falsch wäre es jetzt, warum schaffen Sie als Marketingleiter keine 100 Anfragen im Monat? Sondern richtig wäre die Frage von Ihnen als Unternehmensleiter an Ihre nächsten Berichtslinie eben, wie müssen wir den Prozess verbessern, damit wir diese 100 Anfragen eben schaffen können? Dazu gehört eben auch, dass Sie Fragen zu dem Prozess auf der richtigen Ebene stellen. Wenn Sie Geschäftsführer sind oder Vorstand, dann müssen Sie Fragen zu den Ende-zu-Ende-Prozessen auf der obersten Prozesslandkarte stellen und eben nicht zu den BPMN-Diagrammen auf Sohle 17. Wie man zu einer Prozesslandkarte kommt, das erklären wir hier ganz ausführlich in diesem Video. Schauen Sie mal mit rein. Der erste Schritt ist da wirklich einen guten Überblick zu bekommen. Und das haben wir ausführlich erklärt. Schauen Sie mal entsprechendes Video mit an. Wenn Sie jetzt aber ein Teamleiter sind und Mitarbeiter auf der Arbeitsebene führen, also nach Ihnen keine weitere Hierarchiestufe mehr kommt, dann müssen Sie Fragen zu den Teilprozessen stellen, die Ihr Team eben entsprechend ausführt und um die Probleme auf der nächsten operativen Ebene eben herauszufinden. Zweiter Punkt, den wir da hatten. Sie müssen als Chef messbare Ziele und Kennzahlen zu den Prozessen festlegen beziehungsweise mit den Prozessverantwortlichen wirklich vereinbaren. Weil sonst können Sie ja keine gezielten Fragen zum Prozess, zu seiner Leistungsfähigkeit und zu gewünschten Verbesserungen stellen. Der dritte Punkt. Sie müssen als Chef für die Prozesse Verantwortliche festlegen, weil sonst haben Sie nämlich keine Gesprächspartner dafür. Und diese Prozessverantwortlichen können eben der ehemalige Bereichs- oder Abteilungsleiter sein. Aber in meinem Beispiel wird eben aus dem Leiter der Vertriebsabteilung zum Prozessverantwortlichen für den Prozessauftrag akquirieren. Erzeugt dieser Prozess eben dann nicht die gewünschten 100.000 Euro Auftragsvolumen pro Monat, dann kann das eben zwei mögliche Ursachen haben. Einmal werden eben die eintreffenden Kundenanfragen nicht vollständig in Aufträge verwandelt. Dann liegt das Problem beim Prozessverantwortlichen des Prozesses Auftrag akquirieren.
Oder aber er verwandelt tatsächlich alle Anfragen in Aufträge, aber es gibt zu wenig Anfragen als Input für seinen Prozess, dann muss das Gespräch mit dem Prozessverantwortlichen für den Prozess Marktbearbeiten gesucht werden. Vierter Punkt, den Sie auf jeden Fall mit beachten müssen, wenn Sie Ihr Unternehmen prozessorientiert aufstellen wollen: Sie müssen diese Gespräche und Fragen zu den Prozessen regelmäßig führen und nicht nur einmal in einem Jahresgespräch oder Mitarbeitergespräch oder wie auch immer, sondern es müssen regelmäßige Performance-Dialoge stattfinden, und die sollten in kleineren Unternehmen mindestens alle 4 Wochen mal wirklich sein und in größeren spätestens einmal im Quartal, wo man wirklich als Unternehmensleiter und als Führungskraft nachfragt, wo steht der Prozess, leistet er, was er leisten soll, gibt es Kennzahlen, die aus dem Ruder laufen, was müssen wir da gemeinsam dagegen tun? Und als Ergebnis eines solchen Gespräches muss der Prozessverantwortliche einen klaren Auftrag haben, welche Kennzahl wie zu verbessern ist, und mit diesem Auftrag führt er eben dann wiederum einen Performance-Dialog mit seiner unterlagerten Berichtsebene, zum Beispiel mit Teilprozessverantwortlichen, durch. Und so werden eben die Erwartungen an den Prozess zielgerichtet, top-down, von oben nach unten wirklich aufgebrochen und durchkaskadiert. Aber solange Sie eben als Chef nicht mit der Prozesslandkarte arbeiten und zielgerichtet in diesen Performance-Dialogen nach den Kennzahlen zu den Prozessen fragen, werden Ihre Prozessmanagement-Initiativen über die Modellierung von Prozessen nie hinauskommen. Dann haben Sie zwar viele schöne Prozessmodelle, aber es wird sich ansonsten nicht wirklich viel ändern. Die Prozessmodelle, die da erstellt werden, die sind die Basis, dass man eine Gesprächsgrundlage hat. Aber dass sich wirklich diese Verbesserungen einstellen, dass Prozesse optimiert werden, systematisch optimiert werden, das funktioniert nur dann, wenn Sie wirklich als Chef anfangen, mit diesen Landkarten zu arbeiten und nach den jeweiligen Kennzahlen zu fragen. Und das haben wir also in Hunderten von Projekten zur Einführung von Prozessmanagement wirklich erlebt. Und daher ist auch das Training und das Coaching der Top-Führungskräfte, also der Chefs in unseren Projekten, immer so unglaublich wichtig. Und wenn Sie dazu aber nicht wirklich bereit sind, dann lassen Sie es mit diesen Prozessen lieber ganz bleiben. Weil sonst, wenn Sie da keine Lust drauf haben, Ihr Unternehmen quasi da auf neue Stufe der Leistungsfähigkeit zu heben, dann wird es einfach schwierig werden. Also Sie müssen wirklich anfangen, und das ist eine Verhaltensänderung, wo bei Ihnen als Chef anfängt, Sie müssen da wirklich anfangen, tatsächlich auch selbst prozessorientiert zu denken und nicht nur Prozessmanagement ist was für die anderen. Das fängt bei Ihnen wirklich an. Hat Ihnen das gefallen und möchten Sie da wirklich einen Schritt weiterkommen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.